Wir haben jetzt einen Kilometer geschafft. Wir wissen noch nicht genau, ob noch eine Stunde oder vielleicht auch noch drei vor uns liegen. Wenn Sie den Köder nehmen, dann nehmen Sie ihn meistens nicht richtig, dann heben Sie ihn nur fest, dann ziehen Sie mal ab, dann spucken Sie ihn wieder aus, dann kurbelt mal an, dann hängen Sie 5 Sekunden, dann sind Sie wieder weg. Also, boah, ganz schöne Herausforderung, so ein Vieh hier zu fangen. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu! Geiles Teil, hey. Warte ich. Yes. Oh, grüß. Da haben wir vor 3 Tagen einen Riesenkalb am Ufer liegen sehen, wo wir da so lang gedriftet sind. Und der hat gut über 100 Kilo gehabt. Und Fisch da ohne Ende. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie man sie fängt. Ja, wie man sehen kann, das Gepäck wird fachmännisch verstaut. Regnen tut es nicht, aber im Notfall wäre alles wasserdicht. Die Routen haben wir hoffentlich auch noch nach der Fahrt. Jetzt haben wir 2 Stunden vor uns, dann glaube ich 4 Stunden mit dem Boot. Übernachtung und nochmal 8 Stunden, also die Hälfte haben wir geschafft. Ja, und sind sehr gespannt. So, nach 2 Stunden Autofahrt jetzt endlich hier angekommen am Amazon. Ja, gerade im Gepäck verladen. Jetzt geht's ein paar Stunden mit dem Strom auf. Mit dem Boot in Indiodorf, Übernachtung, morgen früh dann weiter. Bis jetzt schon mal richtig geil, schon mal einiges vom Land gesehen. Geile Dörfer, ein Teil vom Regenwald, schon beeindruckend. Unser Ziel erreicht, übernachten dann dort. Morgen geht es dann zu Fuß 2 Stunden weiter durch den Urwald. Dann noch mal mit dem Kanu 2 oder 3 Stunden. Dann haben wir hoffentlich unser Ziel erreicht und wir fetten Arapaimas rumschwimmen. Schönen guten Morgen hier aus dem Amazonas. Nach 48 Stunden Anreise sind wir jetzt hier auf unserer nächsten Zwischenetappe. Wir haben heute in einem sehr abenteuerlichen Indio-Camp, Indio-Dorf geschlafen. Das ist mitten im Nirgendwo. Nach 10 Stunden Bootsfahrt haben wir hier dieses Indio-Camp erreicht. Jetzt haben wir noch 2 bis 4 Stunden Fußmarsch vor uns. Dann geht es noch mal rein in die Boote und dann sind wir hoffentlich heute Abend oder heute Nachmittag endlich an unserem Gewässer, wo wir dann auch auf Arapaima fischen werden die nächsten 9 Tage. Alles sehr abenteuerlich, tolle Eindrücke, tolle Landschaft, Menschen sehr freundlich und ja, Abenteuer pur hier im Amazonas. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was die nächsten Tage so passiert und hoffe, dass ich euch noch einen richtig großen Arapaima präsentieren kann. Jetzt gehen wir erstmal Kaffee trinken. Ja, das ist auf jeden Also wir sind gerade zum Frühstück fertig geworden, war sehr lecker, sind jetzt auf dem Weg Fußmarsch durch den Dschungel, unsere Träger sind schon vorgelaufen, bin mal gespannt, was danach so kommt. Was meinst du, wie lange wir brauchen? Du bleibst hier bei deinem Mädel, oder? 4 Stunden, stimmt. Und fit und motiviert? Auf jeden Fall. The distances between trees and water.
Ja, wir sind jetzt gerade 2 Stunden 15 Minuten durch den Urwald gelaufen, wirklich tiefster Dschungel, haben Papageien gesehen, die unterschiedlichen Pflanzen, wo unser Führer uns immer erklärt hat, zu welchen Heilmittel das verarbeitet wird, war richtig interessant. Und jetzt geht's gleich mit den Einbäumen weiter und wir sind gespannt, was jetzt noch kommt. So, jetzt nach den 2 Stunden 15 Minuten Walk durch den Dschungel durch, sind wir jetzt hier in die Pekepekes umgestiegen und fahren jetzt noch ungefähr 2 Stunden zu unserem Endziel. Und hier ist so flach, da müssen wir teilweise aus dem Booten raus, aber eine Vogelwelt, es ist unglaublich hier. Mal schauen, es wird bestimmt geil. Wir sind gerade eben erst losgefahren, wir haben also noch den Großteil vor uns und ja, abartig, richtig geil. Also, wir sind jetzt endlich angekommen am Ziel unserer Träume, hoffentlich, an dem See, in dem wir jetzt angeln werden. Rechter Hand ist unser Camp. Das sieht sehr, sehr gut aus. Da freuen wir uns wirklich drauf. Der See macht einen fantastischen Eindruck, wenn er auch sehr, sehr groß ist. Wir hoffen natürlich, in den nächsten 9 Tagen hier ein paar Fische fangen zu können. Was machen wir denn da, Sven? Schöne Piranhas. So, wieder ein neuer Morgen hier. Arapaima. Wir waren gestern Nachtangeln auf Arapaima, hatten ziemlich viele Bisse, haben endlich einen gefangen. Und jetzt probieren wir wieder das morgendliche Fischen. Hier ist Aktivität im Wasser ohne Ende wieder. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetterumschwung. Vor zwei Tagen ist es richtig kalt geworden und auch ein Haufen Regen. Es scheint jetzt so, als ob die sich wieder so ein bisschen gefangen haben. Und wir fischen hier mit Boca Chicos, das sind so kleine silberne Köder. An einem 8-0er Circle Hook, 80 Pfund Gerät. Da war gerade einer im Hintergrund, wird man wahrscheinlich gesehen haben. Und werfen die Jungs gezielt an, driften aber auch. Das heißt, wir ziehen die Posen hinterher. Beides hat schon Bisse gebracht. Jetzt gucken wir mal, heute Nacht wollen wir wieder raus. Nachmittags war bisher nicht so erfolgreich. Gut, gestern Morgen haben wir noch einen riesen Kalb gesehen, so im 80 cm tiefen Wasser. Der hat sich da in die Sonne gelegt, keine Ahnung, was mit dem war. Der hat gut über 100 Kilo gehabt. Wir wissen, wo er ist. Aber schauen wir mal, das eine Boot fährt heute wieder hoch. Ansonsten zum Tackle, was kann man sagen? Ganz einfache Posenmontagen. 80 cm lange Vorfächer aus Kevlar oder Mono. Da war jetzt drüben nochmal einer, der gebuckelt hat. Und ein Delfin ist auch noch hier. Und ja, starke Ruten mit ordentlich Rückhalt, Rückgrat und ordentlich guten Rollen drauf. Sollte das schon passen. Jetzt haben wir noch 5 Tage und ich bin mir sicher, dass wir noch einen oder anderen erwischen.
langsam wieder zurück, ne? Ja, jetzt hat er Luft geschnappt. Ja, das war's. Adios, muchachos. Adios. Chris. Geil. Jetzt du, ja? Land mit dem Ding. Heiß wieder mal. Yes. Cerino. Yes! Alter Peitschenjäger! Petri heißt das? Petri! Nochmal Petri, hä? Der Hund. Ich oder Lutz. Achtung, Kaiman! Kaiman, Kaiman, Kaiman! Verdammt! Ja. Petri, den Hund geholt. Danke. Komm her. Auf den letzten Drücker, ey. Glückwunsch. Merci. Geile Nummer, echt. Ja, zum Drill gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Möglichst nicht anschlagen bei den Circle Hooks, die wir momentan benutzen. Der Fisch zieht weg, einfach nur ankurbeln, die Bremse nicht zu stark einstellen. Der Fisch geht weg, der Haken zieht sich rein und dann geht der Spaß los. Meistens folgen so 2-3 Sprünge und dann mit ein bisschen Druck den Fisch langsam Richtung Land oder Richtung Boot ziehen. Und damit hat sich die Sache. Ich bin jetzt echt richtig glücklich, endlich so ein Mistvieh überlistet zu haben. Und super, hat sich der Urlaub auf jeden Fall rentiert. Geil. Wahnsinn! Ja, Wahnsinn! Kurbel! Kurbel, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu! Jawohl, ist ziemlich zu. Mach zu, oh, grande, hä? Off. Off. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Jawohl, steh auf im Grill, komm, steh dich hin. Der ist ein guter. Immer auf Spannung lassen, das Ding. Ja. So, Rute hoch, Rute hoch. Nur wenn er springt, ja? Kurbel! Ist ab. 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 Ist ab. Scheiße! Wow. Missgeburt. Unser Glücksbild. Mann. Tja. Wollten wir gerade anfangen, hier unseren Fazit vom Trip zu machen.
Da hat der Andi nochmal einen Höllenbiss gekriegt mit einem großen Arapaima, so geschätzt. Keine Ahnung, der war auf jeden Fall um einiges dicker als die anderen, so vielleicht 60 Kilo. Und da hat dann leider der Haken schlapp gemacht. Ist der Haken aufgebogen, wollte man mit kleineren probieren. Bisschen dünnträdigere gewesen. Und die haben nicht gehalten. So insgesamt der Trip. Wir haben irrsinnig viele Sachen gesehen. Wildlife-technisch hier war echt der Hammer. Hunderte von Vögeln und Fischadler und Delfine und Fischotter und Faultiere. Also naturmäßig der absolute Hammer. Auch so von der Anreise her sehr, sehr cool gewesen, da mit den Booten die Flüsse hochzufahren. Jetzt hier die Lagune selber, an der wir fischen jetzt schon seit dem 9. Tag. Heute ist der letzte Abend. Und wir konnten bisher 3 Arapaimas fangen. Davon 2 in der Nacht. Wir haben das erste Mal nachts auf Arapaima gefischt. Hat noch keiner so wirklich mal ausprobiert und scheinbar funktioniert es auch. Und leider waren die Riesen jetzt bisher noch nicht dabei. Aber stückzahlenmäßig, was wir bisher hatten, war echt gut. Und ich glaube, wenn wir früher mit kleineren Haken gefischt hätten, hätten wir vielleicht den einen oder anderen noch erwischt. Generell ist es so, dass die sehr komisch sind, diese Fische. Also wenn sie den Köder nehmen, dann nehmen sie ihn meistens nicht richtig, dann heben sie ihn nur fest, dann ziehen sie mal ab, dann spucken sie ihn wieder aus, dann kurbelt man an, dann hängen sie 5 Sekunden, dann sind sie wieder weg. Also, ganz schöne Herausforderung, so ein Vieh hier zu fangen, weil die halt echt sehr, sehr komisch sind. Und dadurch, dass wir das erste Mal erst hier sind, noch keinerlei Grundwissen hatten über die Fischart selber eigentlich, mussten wir uns da langsam ranarbeiten. Und wie gesagt, von 6 Leuten haben jetzt 3 einen gefangen. Die anderen 3 drücke ich die Daumen, dass es noch funktioniert. Wir haben große Pakus noch gehabt, so bis 12 Kilo, die eigentlich auch ganz gut abgehen. Spinnfischtechnisch viel Kleinzeug, so Ayomara-Dinger. Dann so ein Dragonfish, ein paar Peacocks haben wir erwischt. Und nächstes Jahr werden wir da sicherlich die Erfahrung von diesem Jahr mitnehmen. Und jetzt steht uns dann morgen erst noch eine 2 Tage Rückreise bevor, aber die nehmen wir auch noch in Kauf. Und vielleicht können wir euch später noch mal so eine richtig fette Kirsche präsentieren, weil in dem Abschnitt, wo wir hier sind, da haben wir vor 3 Tagen einen riesen Kalb am Ufer liegen sehen, wo wir da so lang gedriftet sind. Und der hat gut über 100 Kilo gehabt und Fisch da ohne Ende. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie man sie fängt. Herausforderung, aber die haben wir uns gestellt und schauen wir mal, vielleicht klappt es noch mit einem anderen Arapaima. Looking for a child star missing in London. Hanging with a new crowd that dressed like the undead. If you're jumping bail, you know he's gonna find you. So you better figure out where you're gonna run to. Where you gonna run to now? Hunting the jungle, he got snakes on a plane. The bounty hunter's coming and don't care if you're framed. You don't know him, he's a man with no name. The bounty hunter's coming and he don't care. A lawyer's got a double life going on the side. While living with his in-laws, he was caught in a lie. You can try to cover up your tracks, but he'll find out. So you better not have a doubt about what you're gonna do now. What you're gonna do now, yeah. Hunting the jungle, he got snakes on the plane. The bounty hunter's coming and don't care if you're framed. You don't know him, he's a man with no name. The bounty hunter's coming and he don't care. They're looking for justice and wanna bring you back. That reward is his living and he can't help that. No, he can't help that. No, no, he can't help that. No, no. Looking for a duck deer lost in Arizona. His mother's been waiting days for them to phone her. As long as you're alive, you know he's gonna find you. So just hang tight and you might see him coming. From the middle or the right now. Hunting in the jungle, he got snakes on a plane. The bounty hunter's coming and don't care if you're framed. You
don't know him, he's the man with no name. The bounty hunter's coming and he don't care. The bounty hunter's coming. The bounty hunter's coming.